Hier geht es um die Äquivalenz als Verknüpfung zweier Aussagen und in dieser Tabelle sehen Sie, wie das definiert ist. Die Äquivalenz basiert auf den beiden Aussagen und 1 ist die Äquivalenz dann, wenn beide Werte der Aussagenvariable denselben Wert haben, also wenn sie beide 0 sind oder wenn sie beide 1 sind. In den übrigen beiden Fällen ist die Äquivalenz gleich 0, wenn also die Werte der Wahrheitsvariablen sich voneinander unterscheiden. Ganz interessant ist noch der Zusammenhang im unteren Teil, dass Sie nämlich die Äquivalenz ja hier angedeutet haben durch einen Pfeil, der die Pfeilspitze sowohl nach links als auch nach rechts hat. Und das können Sie dann ausdrücken, indem Sie dieses hier schreiben, dass Sie also eine Implikation haben und dass Sie eine Replikation haben und beides durch ein logisches Und miteinander verknüpft ist. Und wenn Sie dann hier diese Replikation einfach mal andersrum aufschreiben, dass also das B, was hier noch hinten steht, nach vorne kommt und das A, was vorne steht, hier nach hinten kommt und sich eben die Richtung dieses Pfeiles dort umdreht, dann haben Sie eben zweimal hier eine klassische Implikation und Sie erkennen wieder in allen drei Fällen, die wir hier haben, sind die jeweiligen Wahrheitswerte identisch. Also haben Sie hier in allen drei Fällen auch eine logische Identität zwischen diesen einzelnen Formeln.